machen jetzt nämlich Thumping 101. Und du brauchst Keramik, du hast einen Hammer. Und jo. Das heißt, du kannst deinen Hammer schon mal auswählen. Dann suchen wir nämlich schneller. So, ich gehe mal hier unten hin. Da ist meistens so ein bisschen irgendwas zumindest schon mal in der Nähe. Hier ist zum Beispiel Keramik schon. Allerdings grünes, wobei das für deine erste Herstellung erreichen sollte, wenn du möchtest. Oder möchtest du Hochwertiges haben? Oh, warte mal, da vorne geht gerade was ab. Da gehen wir mal hin. Guck mal. Ja, ich seh's. Da gehen wir mal kurz helfen. Da scheint Chosen oder so zu sein. Da fliegt man direkt. Also ich glaube, die thumpen sogar. Im Übrigen, du kannst jedem jeder Thumping-Squad helfen. Habe ich schon gemerkt. Die thumpen, tatsächlich. Und du kriegst dann auch raus. Ja, das ist ein ganz beliebter Spot hier, im Übrigen. Der ist mich gut geschützt. Und das ist wohl eine größere Squad. Dem helfen wir mal. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Keramik auf. Ich stelle mal direkt meine Turrets hier hin. So. Genau. Da auch noch einen hin. Und dann meinen dicken noch. Meinen dicken, fetten. Mal gucken, ob der hier hinpasst. Wo ist denn der Thumper? Ach da. Naja, ich sag ja, der ist ein bisschen getrickst worden. Kann mal gucken, ob ich drei aufgestellt habe. Multi-Target, Multi, das ist ja, da. Rohkeramik ist dabei. Und den da. Keramik ist dabei? Ja, geile Scheiße. Brauchen wir gar keinen aufbauen, weil es ist nicht großer. Da brauche ich keinen großen aufbauen. So, und jetzt sind wir nur hier und helfen der Squad noch ein bisschen verteidigen. Das Schöne ist, ich muss nicht viel machen. Du siehst ja, ich habe hier meine Turrets aufgebaut. Guck mal, was von oben an. Ach, es geht auch dick. Ah, Rage Claws. Das ist wirklich ein guter. Da gibt es nämlich gut XP dann. Warte mal, ich wechsle mal auf meinen Granatwerfer. So. Boom, Baby. Flash. Und du kannst dich ja wirklich ins Geschehen reinsetzen. Du bist ja ein Heavy. Ein Dreadnought. Habe ich gerade einen Rocket Jump gemacht? Passt so aus. Oh, da ist ein dicker Terror Claw unten. Buja, zwei Terror Claws. Oh, das gibt gut XP. Und ich gebe ja einen guten XP-Bonus. Dementsprechend profitiert meine Squad immer davon. Oh Mann, ey. Hier geht's ab. Mal kurz ein bisschen Munition einsammeln, die da schon unten ist. Und ein bisschen Kram. Ich glaube, meinen großen werde ich nochmal woanders einbauen. Der ist hier ziemlich deplatziert. Der zieht mich da unten hin. Ja, wobei. Dann stellen wir mal. Kann man den auch schräg aufstellen? Nee, aber man kann ihn hier hinstellen. Ah, Mann. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Wieso geht das hier nicht? Andererseits, der steht schon. Ja, der steht doch ganz gut. Nein, den wollte ich nicht dahin bauen. Scheiße. So. Und da kommt schon die erste Belohnung. Jo. Bam. Was haben wir denn bekommen? Ich habe gar nicht geguckt. Wir haben bekommen. Ja, nicht viel. Wir haben jetzt, sind jetzt sehr spät eingestiegen. Wir haben 31 Raw Ceramic bekommen, 25 Raw Iron und 42 Sifted Earth. Das Schöne ist, du kannst N drücken und mit N kannst du dann einmal kurz die linke Schon Baustelle... Schon gesehen. Ah, hast du gesehen. Alles klar. Fein, fein. Jetzt haben sie ihn hier weggebaut. Hey, aber der nächste kommt runter. Wo bist du? Der kommt runter. Bleib da stehen, wo du bist. Ich bin immer hier oben. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt hier, weil ich hier meine Turrets halt auch aufgebaut habe. Oh, der ist unten gelandet, glaube ich. Warte mal. Lol, nee, hat nur gelaggt. Jetzt stehen sie nebeneinander. Das ist auch nicht schlimm. Kann ich meinen Heavy hier auch noch hinstellen? Ja, da baue ich den Heavy nämlich hier hin. So. Yeah, baby, yeah. Aber die kommen schon von unten, ne? Ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Da kommen sie. Rein da, Hubi. Schon dabei. Berichte, was du unten siehst. Bugs, ganz viele Bugs. Ja, genau. Mir fehlt eigentlich nur der Brain Bug. Wie gefällt's denn soweit? Also jetzt von den ersten paar Stunden, die du mal gespielt hast. Bugs? Das ist halt eins der wenigen Spiele, die ich definitiv, wenn sie rauskommen, dann auch weiterspielen werde. Und das Schöne ist, so wie ich es verstanden habe, wird auch nicht gewiped. Also alles, was wir machen, bleibt auch so, weil sie viel verändern und all das.
Sie arbeiten extrem stark mit der Community. Und ich bin Lars sehr, sehr dankbar, dass er mir das dann mal... da ist ganz viel am Thumper dran. So, gewesen zumindest. Muss wohl doch nochmal gucken, dass ich vielleicht meine Türme nochmal ein bisschen anders platziere. Schön oben bleiben. Badaboom! Big Badaboom! Hey, was läuft hier für ein Scheiß rum? Ja, was bist, wo bist du überhaupt? Unten. Achso, ja, unten ist ja cool. Ich bin unten. Ach, da hinten bist du. Ja, wir haben halt zwei Angies da, gute Nahkämpfer, die machen gut schon hier alles platt mit zwei Squads, wie es aussieht. Rat, 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 rat. Aranea ist immer recht fies, die brennenden vor allem. Gucken, dass ich noch genug Munition habe. Ja. Nein, 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 du wirst nicht an uns in Kampf gehen. Böse, 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 böse. Wie viel Prozent hat er noch? 91, ja, das passt. Das ist alles, alles gut, alles, alles im grünen Bereich. Nein, nein, nein. Böse, 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 weg da. Böse, böse. Oh, der kommt ja hoch hier. Ja, schon in der Muni alle. Verdammt. Ja, kriegst du aber unten. Ich weiß. Kurz meinen kleinen. Oh, ist gerade ein bisschen laggen oder? Was ist da unten? Was ist da unten los? Wir müssen da runterschießen. Critical Kill Assist. Sehr nice. Ja, die, sag mal so, achso, die erste Regel der Thumper bedeutet. Das siehst du ja auch beim Herstellen. Die sind ja teilweise für Squads gedacht oder für Einzelpersonen. Und da gibt es den leichten, den Medium und den schweren. Trust me, du willst keinen schweren bauen, auch nicht für Einzelspieler. Da brauchst du extrem krasses Equip für, weil da kommen so viele Viecher an, da kommst du nicht gegen an. Wir haben mehrere Squads gehabt, ich glaube 3 Squads, 5 Leute. Das ist noch nicht mal viel, das ist ja so, dass man auch Armies losschicken kann und all das. Und wir hatten dann, glaube ich, einen... Medium aufgebaut, weiter im Inneren des Landes. Auch da wird es nämlich dann immer schwerer. Da kommen dann auch noch mal mehr Viecher. Das wird so kackehart irgendwann. Du glaubst es nicht. Es macht einen Haufen Spaß, weil du bist echt am Rumballern und machen und tun. Aber du musst ja echt auf deinen Thumper aufpassen. Weil wird er zerstört, darfst du einen neuen bauen. Also die Dinger sind dann auch kaputt. Wenn du keinen mehr hast, also kein Material mehr hast zum Bauen, wobei das relativ unwahrscheinlich ist, dann musst du halt dir den kleinen nochmal kaufen. Ah, da sind die Terror Claws auch wieder da. Die Rage Claws, nicht die Terror Claws. Mal gucken, hab ich alle an der Türme momentan? Oh, die kommen auch da hoch. Lasst meine Viecher in Ruhe. Meine kleinen Türme tun euch nichts, außer euch beschießen. Ah, hier oben ist ein Terror Claw. Oh, ihr kommt zu mir. Lasst meine Türme in Ruhe. Das sind meine Babys. Weg, weg, weg. Ah, es ist kaputt gegangen. Schnell reparieren. Den auch reparieren. Er hat meine Babys kaputt gemacht. Meine Sentry Guns. Sentry Guns. Engineer ist einfach geil. Ist halt sehr passiv. Aber ich habe noch einen anderen Frame. Also einen Battle Frame. Der ist nicht so passiv. Der macht viel AE und so ein Kram. Okay. Der baut keine Türme auf, weil ich auch einen Heavy Turm bauen kann und mit ihm mitnehmen kann. Oh, ich habe keine Munition mehr, sehe ich gerade. Muss ich kurz da runter. Das ist so mehr der PvP Frame. Mit denen habe ich das erste aufgebaut. Der macht auch richtig Laune. Wenn ich einfach mal keinen Bock habe auf rumstehen und nur Türmchen bewachen, dann nehme ich den. Aber zum Farmen ist der hier einfach am besten, weißt du? Du hast 4 Türme mit einem Schutzturm aufgebaut. Als nächstes sind dann die Türme auf Level 2 dann erhöht. Das ist mein nächstes Ziel. Und dann rotzen die so viel Schaden raus, dass du eigentlich fast nichts mehr machen musst. So, da kommen schon wieder. Was haben wir bekommen? Jetzt mal gucken. Nicht wirklich viel Ausbeute. Oder lese ich das irgendwie falsch? Ich weiß nicht, ich habe hier unten noch zu tun, also von daher nicht an ihn. Ja, vielleicht lese ich es auch einfach falsch, kann auch sein. Aber wir kriegen Keramik, ist schon mal ganz gut. 37, ja, 30 ja. Eisen und 51 Erde. Ist das ein kleiner Thumper, den die hier aufbauen? Warte mal kurz drauf. Das ist. Ne, das sieht man glaube ich nicht, oder? Nee, keine Ahnung. Sieht aber relativ winzig aus. Ja, so klein ist er nicht. Aber es müsste ein Light Squad sein. Es wird halt aufgeteilt auf die Leute. Dementsprechend, je mehr hier sind, desto mehr wird es aufgeteilt. Daran kann es halt auch liegen.
können auch mal einen eigenen Platz suchen. Jo. So. Da unten ist nämlich auch nochmal ein Thumper, sehe ich gerade. Die haben sich woanders hin platziert, die vier da unten. Das ist eine eigene kleine Vierer-Squad. Dann stören wir die mal nicht weiter. Wir können auch ein Stückchen gleiten. Du bist hinter mir her. Okay, das sehe ich. Das ist gut. Ja, siehst du, die haben auch ein kleines Dings aufgebaut. Ich baue uns mal hier so einen kleinen Gleiter auf und dann gehen wir mal ein bisschen weiter lang nach innen. Schwupp. Welche Richtung bist du jetzt? Du musst auf den kleinen Hügel und auf den Gleiter springen. Ja, da hinten bist du. Mhm. Dann kannst du hinterher gleiten. So, das sieht schon mal ganz gut aus hier zum Thumpen. Das müsste weit genug auch weg sein. Wo haben wir denn da mal denn? Oh, lila. Iron Ceramic Toxics. Das ist doch nicht schlecht. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier an der Seite ein bisschen noch was Besseres finde. Ja, aber nur 13% ist ziemlich scheiße eigentlich. Die Prozentzahlen rechts daneben sind auch wichtig für die Ausbeute. Und je höher die sind, desto besser. Und das ist ziemlich mager, ehrlich gesagt. Jo. Also 30% war da oben schon deutlich besser. Aber warum siehst du lila? Nee, jetzt sind die Farben. Das sind halt... Das ist halt grün. Hier ist 21% Ausbeute, das ist schon besser. Nein, das sind die Wellen, die ich sehe. Deswegen 29, 44 Keramik, das sollte eigentlich reichen. Kommt noch ein bisschen Toxins und ein bisschen Eisen bei rum, wenn wir Glück haben. Ist jetzt nicht... Mal Kiste. Super gut, genau, mach die ruhig mal auf. Ich guck mal kurz nochmal einen Thumper. Ich hab wahrscheinlich gar keinen ausgerüstet, sehe ich gerade. Warte mal, dann nehmen wir mal C. Ich hab einen... Ja, ein bis zwei Spieler, 400 Capacity, das ist doch perfekt, den nehmen wir. Jo, ich hab sowieso einen kleinen Solo. Incoming! So. Erste. Zweite. Dritte. Wenn der dritte dann mal auch spawnen würde, wäre das auch nett. Genau, super. Meinen Dicken noch dazu. Und meinen Schutz dazu. So, du siehst, das ist ein Tiki. Das ist von den Faunern. Da kommen sie auch schon. Granatwerfer, ho! Jetzt haben wir uns eigenen kleinen... Und nie vorher hochschicken, ne? Also erst, wenn er auf 100% ist. Das ist ganz wichtig. Ah, wir haben gerade epische Musik. Das ist geil. Epic Music ist epic. Genau, immer schön gucken, dass wir den Dampfer schützen. Schütz ihn, Hubi! Schütz ihn, mein deiner metallenen Haut! Ah, das bist du. Ja. So, ich wollte gleich noch auf dich schießen. Das kommt von der anderen Seite. Wechsel mal auf die Waffe hier. Single Shot. Oh oh. Aber hier ist eine schöne Position gerade. Da kann ich gut überblicken. Sieht doch alles soweit ganz schnieke aus hier. Ah, es wird langsam dunkel. Ah, sehr schön. Die Wolken. Guck mal kurz nach oben. Jo, ich sehe es. Das Rote. Ist richtig schick gemacht. Ach, ich sag ja, ist so viel Liebe in dem Spiel. Wir sitzen im Übrigen auch in, ich glaube in Cork oder in Dublin. Und die Red 5 und machen ziemlich viele für die Community, machen auch Twitch-Podcasts. Wie gesagt, beim letzten Mal schon gesagt, eine neue PvP-Modi ist in der Mache, die auf Speedball basiert. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Und auch wenn Knorker schon so ein alter Mann ist und wahrscheinlich überhaupt keinen Bock drauf hat, PvP müssen wir einfach mal ausprobieren, weil es einfach auch wirklich halt mal ein bisschen was anderes ist, als immer nur durch die Welt dann nachher zu wandern. Bam. Kannst du das dem armen Knorker denn antun? Ja, klar, der kann das ab. Der soll sich so haben, der alte Koch. Der springt sich doch selber in die Luft. Das zum Glück geht das auch, glaube ich. Warte mal, ich versuch's mal kurz. Ja, man kann sich auch selber verletzen mit Granaten. Das Schöne ist halt, er ist ein Assaulter und du bist ein Dreadnought und ich bin ein Engineer. Dementsprechend macht das schon eine super Kombi aus. Wobei ich sagen muss, im PvP wüsste ich gar nicht, ob ich den... Ich würde wahrscheinlich sogar den Elektro wieder dann raus auspacken, weil der einfach viel, viel flexibler ist in der Bewegung. Da ich keinen portablen noch nicht gebaut... Achso, du kannst die Sachen auch bauen. Du kannst auch so portable Battleframes und so bauen und kannst dich dann hier umziehen.
Okay. Das ist sehr cool. Im Prinzip kannst du fast alles herstellen, was es auch irgendwo gibt. Hier ist das Gleiterpad, was ich dann kurz aufbauen werde zur Sicherheit. Aber was ist denn da? Das war ziemlich scheiße, das wollte ich mich nicht aufbauen. Ich wollte das hier aufbauen. So. Zack. Ah, aber. Das war nicht fertig, oder? Ja, ist noch 61% und er ist auf 87 Integrity, also er braucht noch ein bisschen. Weil ich gerade Farbergebnisse bekommen habe. Dann haben wir vorher noch. Ach, wir haben vorher schon mitgeholfen, deswegen. Das Schöne ist ja, du kriegst ja auch, wenn du irgendwo unterwegs was ein bisschen angeschossen hast, immer einen prozentualen Teil davon ab. Der Algorithmus im Hintergrund ist ziemlich cool, also ziemlich fair. Deswegen macht das Spiel auch so viel Spaß. Mach die Wespe tot, mach die Wespe tot. So, und wenn wir jetzt bei höherem Material wären, weißt du, bei noch höherem Material, käme noch mehr Viecher. Nicht nur das Viech, was jetzt gerade hier versucht, meine Türme anzugreifen. So, weg ist er. Ich gehe mal unten nochmal ein bisschen thumpen. Vielleicht ist hier hinter noch irgendwie so eine kleine... Ah, scheiße, das war mein Special, den ich jetzt ausgewählt habe. Naja, ist egal. Hier ist nichts. Und es ist definitiv momentan ein bisschen verzögert alles. Merke ich schon wieder. Ich denke mal, sie müssen die Server mal demnächst ein bisschen nochmal upgraden. Was haben wir hier Schönes? Auch nichts. Oh, warte doch, da ist was. Oh, hier gehen wir als nächstes hin. Hier ist 52% Keramik. Direkt mal merken. Halt auch nur grün, aber das ist ja für dich schon mal ganz gut. Da gibt es schöne Ausbeute dann für dich. Ah, du hältst alles schön auf Abstand, wie es aussieht. Ist doch gut. Könnte jetzt das Ding hier nochmal dahin platzieren. So. Und einen der Türme rein. Und sich dahin. So. Wir kommen so meistens aus der Richtung hier. So. Jetzt sind sie wieder neu gesetzt. Ah, von hinten wird sich angeschlichen. Gibt's mal gar nicht. Jetzt kannst du ihn hochschicken. Schick ihn in die Luft, mein Freund. Ja, guck mal, Bonus. Das sieht doch besser aus, oder? 206. Ich muss hier erstmal die Medis einsammeln. Wir haben 206 Raw Ceramics, 24 Iron und 77 Toxins bekommen. Und wir gehen jetzt hier hoch. Da gibt es nämlich 52% Keramik. Schöne Mucke, sehr schöne Mucke. So, mal gucken. Da ist er gewesen. Ich habe ihn noch in der Direktauswahl. Are you here? Ja. Thumper. Ich finde die Sprüche immer so geil. Hat jemand Thumper gesagt? Ich glaube, im Deutschen ist sowas wie, hat jemand einen Thumper bestellt? Es gibt dafür noch keinen deutschen Luca. Ja, ich könnte ihn fast hinstellen. Bier? Nee, mein, ich versuche gerade meinen... Ah ja, hingestellt, sehr schön. Ich mache doch hier gerade meine Verteidigungsbastion. Sieht man auch so ein bisschen, oder? Schießt, meine Turrets, schießt! Wie viel brauchst du eigentlich Keramik? Weißt du das schon? Hast du es noch im Kopf? Oh, ich hab nee, kein Plan. Ich hab jetzt das Schutzding, glaube ich, falsch platziert. Das sitzt da unten. Rückseite. Grad laggt es ein bisschen. Ja, es laggt tatsächlich ab und zu ein bisschen. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass jetzt wirklich deutlich mehr Spieler spielen. So. Die platzieren wir da mal rein. Jetzt muss es hoffentlich geklappt haben. Nein, lass meinen kleinen Thumper in Ruhe. Ja, mit den, ich sag mal so, mit den Jump Jets, die ich momentan drin habe, die erste, die kann ich deutlich länger in der Luft bleiben, halt auch durch meine Power, die mit drin ist. Also meine Energie geht deutlich länger. Da gab es gerade wieder eine Connection-Ansage. Ich flieg mal nach oben, mal gucken, wie weit ich komme. Jo. Ja, das geht schön hoch, also ist herrlich. Schöne Aussicht hier.
Und ganz schön dunkel, ich muss mal Taschenlampe anmachen. So, hier, Funzel. Count 'em up. Count 'em up. Stark, we should probably make a squad for this one. Ja, ist richtig. Ach, deswegen haben sie nicht so viel bekommen. Die hatten da hinten nur Stock. Wenn ich das richtig gerade gelesen habe. Das Schöne ist auch, dass... Ja. Die hatten einen Stock. Was hatten wir drüben? Die hatten einen Stock-Thumper nur aufgestellt, deswegen hat es so wenig gegeben. Die haben ein Limit, weißt du? Du kannst mit dem hier kannst du bis zu 400 extracten. Wenn du also ein gutes Erzgebirge gefunden hast, da hinten ist so eine Area. Oh, oben. Ein gutes Erzvorkommen gefunden hast, dann kannst du bis zu 400 raussiften. Wir haben jetzt beim anderen ja nur so um die 200-300 bekommen. Bei dem dürfte, glaube ich, recht viel rauskommen. Der dürfte maximal rausziehen. Kann auch sein, dass ich gerade Blödsinn erzähle. Kann auch sein, dass ich einfach nur darauf bezieht. Bei 100% hat er immer 400 oder nicht. Kann man gleich mal gucken. Der wird auf jeden Fall deutlich aufs Korn genommen. Junge, hier, los, verteidigen. Hast du nicht irgendwas AE-Technisches im Petto? Schon gezogen. Ich glaube, deine Dings ist, deine Minigun ist nur auf Single-Target, oder? Ausgelegt. Jo. Und ich habe zum Glück den Granatwerfer mit drin. Ich habe keine Munition mehr. Und so, jetzt habe ich wieder welche. Das ist auch schön, dass sie halt das Zeug fallen lassen. Und bitte frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, was diese DNA-Stränge oder so tun. Das muss ich immer noch rausfinden. Die sind wichtig fürs Crafting, aber ich habe keine Ahnung für was. Das ist natürlich auch immer die Frage, wo verstecken diese Monster Munition? Die fressen halt Leute. Das ist, du weißt doch hier, ne? Bugs und so. Ah, die Integrität ist schon ganz schön runter. Also ich weiß, ich habe Rico definitiv aus keinem Bug-Muni ziehen sehen. Ah. Der hat da vielleicht eine Granate reingeschmissen. So lange wie der im Krieg war, hat er bestimmt schon einiges da rausgeholt. Wir haben es nur nicht gesehen. Brains aus dem Brain-Bug. Ich pack jetzt mal die Turrets ein bisschen mies. Weil... Mal gucken, dass ich die ein bisschen hier anders platziere. Und den großen platzieren wir hier hin. Komm ich zu dir. Und den schützen wir auch. So. Und jetzt müssen wir eigentlich eine ganz gute... Nein, nein, nein. Geht weg von dem Thumper. Flieg! All new hardware. Ja, wir haben gerade Unterstützung bekommen. Guck mal hier. Der Gräs da. Den werde ich jetzt mal einladen. Sekunde. Lass kurz gucken. Das ist nämlich nicht so einfach immer mit dem Einladen. Da, hab ihn. So. Also der Thumper leckt gerade irgendwie übelst. Mag sein, mag sein. Ah, hat die Client. Okay, dann will er nicht. Ist mir auch egal. Ich hab nichts eingeladen, ich will nicht derjenige sein, der nachher genannt wird als. Der nimmt dich ein! Von rechts, von rechts. Das andere rechts, genau. Yeah! Wir schicken gleich hoch. Abmarsch mit dir! Mal gucken, was rauskommt. Perfect, yeah! 314, jawohl, sieht doch gut aus. Fast 400 rausgekriegt. So, und natürlich ist hier in der Regel immer noch was übrig. Jetzt gucken wir aber erstmal. Ich glaube, du lagst gerade.